in diesem Video, das eine Videoserie insgesamt werden soll, möchte ich kurz vorstellen, was ich vorhabe. Und zwar möchte ich mir für meine CNC-Fräse eine vierte Achse bauen. Das sieht man hier als 3D-Modell ungefähr. Genau hier das Backenfutter angedeutet. Das blende ich jetzt mal aus, da es nicht so relevant ist. Hier hinten ein NEMA 34-Schrittmotor. Blende ich auch kurz aus. Das sind jetzt quasi die Teile, die noch übrig bleiben. Also wir haben hier im Prinzip die Aufnahme fürs Backenfutter mit einem Schaft zum Antrieb. Hier eine Befestigungsplatte für den Frästisch, einen Lagerblock und hier hinten die Motorplatte, quasi wo der Motor dann befestigt wird, also der Schrittmotor. Und hier hinten sollen dann zwei Zahnriemenräder rankommen zum Antrieb. Genau, ich blende hier mal kurz den Lagerblock aus. Das Orange, was man hier sieht, das sind zwei Kegelrollenlager, mit dem das quasi gelagert ist. Genau, es sind nicht allzu viele Teile, auch nicht allzu kompliziert, aber es ist von allem ein bisschen was dabei, fräsen und drehen. Genau, so sieht es wie gesagt dann vollständig aus. Und jetzt geht es an die einzelnen Teile selbst. Okay, als erstes werden wir jetzt hier die Befestigungsplatte für den Frästisch machen. Das ist im Prinzip ein relativ einfaches Teil. Es gibt hier im Prinzip nur diese vier Löcher mit jeweils einer Senkung darin und hier links und rechts jeweils diese halbrunde Nut, wo dann quasi die Schraube durchgehen soll. Das ist im Prinzip quasi also hier jeweils vier Löcher bohren. Eine Operation. Dann die nächste Operation ist hier die Senkung für den Schraubenkopf. Auch alle vier Löcher eine Operation. Und der letzte Schritt ist dann quasi hier die Nut auszufräsen. Okay, das ist jetzt das Ausgangsmaterial für unsere Befestigungsplatte. Ich habe mir schon einmal die Mühe gemacht, sie das Ausgangsmaterial auf Maß zu fräsen, so dass Länge und Breite stimmen. Ja, das wohl ein eher recht langweiliger Vorgang ist. Im nächsten Schritt bohren wir die vier Löcher für die Schrauben, also ungefähr hier, hier, hier und hier. Ich habe dazu schon den 8 mm Bohrer eingespannt und wir werden ganz durchbohren. Im zweiten Schritt werden wir dann noch mit einem 14 mm Fräser hier eine Bohrung anbringen für die Senkkopfschrauben. Genau, das passiert auf der CNC. Und ich würde sagen, wir starten. Die Fräse misst jetzt kurz noch die Länge des Bohrers aus. Okay, die vier Löcher sind gebohrt. Jetzt wechseln wir kurz auf den 14 mm Fräser und dann geht's weiter. Also ich habe jetzt bloß einmal den Fräser ausgewechselt. Jetzt kommt nochmal ein Probing Cycle, um die neue Länge festzustellen. Thank you.
So, als nächsten und auch letzten Schritt müssen wir es noch die zwei Taschen an den Seiten ausfräsen bzw. nuten. Hier und hier ungefähr. Wieder noch mit dem gleichen 14 mm HSS-Fräser. So, das ist der Zustand direkt nach dem Fräsvorgang. Man hier sieht, eigentlich relativ schön. Hier haben wir jetzt die fertige Platte. CM8. Und was ich noch nicht erwähnt habe oder vergessen habe, ich verwende hier 70-75er Alu.